Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute vor einer sehr sensiblen Entscheidung. Die Legalisierung von Cannabis als bisher verbotene Droge wird allein schon dadurch erschwert, dass wissenschaftlich belastbare Fakten bestenfalls zur medizinischen Wirkung, nicht aber zur Drogenszene bestehen. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, wir müssen Cannabis legalisieren, um so zu verlässlichen Daten zu kommen, wäre schon der erste Trugschluss. Nein, meine Damen und Herren, die Drogenszene bliebe bestehen. Und da Dealer im Gegensatz zu dem von Ihnen eingebrachten Gesetz keine Mindestaltergrenze kennen, würde sie sich vermutlich sogar noch ausweiten. Zumindest ergibt sich für minderjährige Jugendliche kein Unterschied, ob mit oder ohne Legalisierung. Aus medizinischer Sicht ist die Sache ziemlich klar. Es handelt sich bei Cannabis und daraus abgeleiteten Produkten um psychoaktive Substanzen, die insbesondere Jugendliche in ihrem Reifeprozess erheblich gefährden, und zwar umso mehr, je jünger diese sind. Nur reden wir von Jugendlichen. Da geht es ganz besonders darum, geht es. Na gut, aber ich bin ja jetzt hier am Pult, deswegen lassen Sie mich doch das reden. Nun treten die Befürworter derzeit in breiter Front an. Typische Argumente sind, wir haben in der Jugend auch gekifft und es hat uns nicht geschadet, wobei allein das schon eine subjektive Bewertung ist. Und Herr Schinnenburg, das gilt auch für Ihren Nachbarn. Und es soll ja auch nur nach strengen Regeln verkauft werden, nur über 18 Jahre, nur in Apotheken oder in eigenen Fachgeschäften. Und diese dürfen aber laut Ihrem Gesetz nicht in der Nähe von Schulen und Jugendtreffs angesiedelt sein. Als ob das eine Rolle spielen würde. Allein das zeigt die ganze Hilflosigkeit Ihres Vorhabens gegenüber den echten Fakten einer Sucht. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht das Problem, wie weit ein Jugendlicher laufen muss, um an den Stoff zu kommen. Vielmehr steht zu befürchten, dass Cannabinoide als Einstiegsdroge für härtere Gangarten zu werten sind. Und interessanterweise kommen diese Befürchtungen genau von denjenigen, die sich am meisten mit der Drogenszene befassen. Von Strafverteidigern, Psychiatern, Drogenbeauftragten, Elternverbänden und Bewährungshelfern. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte ausdrücklich warnen. Öffnen Sie nicht die Büchse der Pandora. Wir haben in der Drogenbekämpfung doch schon so viel erreicht. Es ist in unserer Jugend nicht mehr cool, Drogen zu nehmen. Der Zigarettenverbrauch ist dramatisch zurückgegangen. Saufpartys à la Ballermann sind geächtet. Eine erst kürzlich erhobene Umfrage zeigt, 85% der Deutschen haben Angst vor Drogen. Und bei der Befragung von Eltern mit Kindern liegen diese Zahlen noch höher. Was wurde bisher erreicht? Laut einer Studie der Bundesregierung sind wir etwa bei 10,8% der Bevölkerung, die irreversibel nikotinabhängig sind. 3,48% sind alkoholabhängig, aber nur 0,6% irreversibel drogenabhängig. Das zeigt ganz eindeutig, Drogenprävention lohnt sich. Und dabei sollten wir bleiben, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht durch beweisende Studien in die Irre führen. Es steckt fast immer eine hocheffiziente Lobby dahinter. Denn wer verdient an einer Freigabe? Für den Staat ist es ein Milliardengeschäft. An der Zigarettensteuer verdient der Staat jährlich 14 Milliarden Euro. Die damit verbundenen Folgekosten schätzen Fachleute auf 17 Milliarden Euro. Das Erste nimmt der Staat ein, das Zweite zahlt der Bürger. Wollen Sie das wiederholen? Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion zu. Sprechen, Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sprechen Sie sich dann konsequent auch für das Verbot von Alkohol und Nikotin aus? Das ist ganz klar.
Eigentlich müsste auch Alkohol und Nikotin entsprechend verboten werden, das ist ganz klar. Wir haben aber keinen Grund, eine dritte Droge zuzulassen. Und darum geht es hier. Hier wie dort sind es weitere Steuern auf Kosten der Gesundheit der Bürger. Und so etwas lehnen wir grundsätzlich ab. Aber auch für die Produktions- und Pharmafirmen, die den Stoff vertreiben, ist das ein Milliardengeschäft. In den USA gehen die Marihuana-Aktien durch die Decke. Anstiege in kurzer Zeit um über 2000% sind dort die Regel. Aber auch bei uns ist der sogenannte Cannabis-Index, der die Börsenaktivitäten dokumentiert, alleine vom Oktober 2017 bis heute in froher Erwartung um über 213% gestiegen. Nein, meine Damen und Herren, diese Spekulation auf Kosten unserer Jugendlichen darf es nicht geben. Wir haben bereits eine sehr liberale Drogengesetzgebung. Wir haben die Freigabe von Cannabis für medizinische Zwecke. Das ist schon umstritten genug und wenn überhaupt nur für wenige Indikationen gesichert. Herr Aber Kollege, immerhin, es ist möglich. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Frau Strack-Zimmermann von der FDP-Fraktion. Bitte, ja. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie eine Zwischenfrage zulassen. Meine Frage geht dahingehend, Sie haben mitbekommen, dass der Bund der Kriminalbeamten sehr viel Kraft und Energie und vor allen Dingen Personal daran bindet, dass man Konsumenten jagt und hat dringend darauf hingewiesen, dass diese Praxis beim Eigenkonsum aufhört, weil die Polizei in diesem Land Wichtigeres und Bedeutenderes zu tun hat. Sind Sie einer Meinung mit den Kriminalbeamten, dass die Polizei in diesem Land Wichtigeres zu tun hat, als Konsumenten, die ein Pfeifchen rauchen, zu jagen? Nein, nein, Frau Kollegin, der Meinung bin ich nicht. Ich schließe mich der Meinung des Präsidenten der Bayerischen Polizei an, der genau dieses für völligen Unsinn gehalten hat. Und da, denke ich mal, hat er vollkommen recht. Die Tatsache, dass der Besitz von Cannabis strafrechtlich verfolgt wird, hat bisher eindeutig gute abschreckende Wirkung gezeigt. Und es ist mehrfach widerlegter Irrglaube, dass durch eine Legalisierung der Drogenmarkt ausgetrocknet wird. Das Gegenteil ist der Fall. Die Dealer weichen auf billigere Material aus und auf härtere Drogen aus. Die Niederlande lassen grüßen. Im Namen der Mehrzahl der Eltern dieses Landes fordere ich Sie auf, bleiben Sie so cool wie unsere Jugendlichen und lassen Sie den Geist nicht aus der Flasche. Die AfD jedenfalls lehnt zum Schutze unserer Jugend die vollständige Legalisierung von Cannabis kategorisch ab. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die Fraktion Die Linke der Kollege Nyema Mowasat.